Das heutige Video enthält eine kurze Zusammenfassung der Handlung, eine Erklärung zum Ende des Films Irrational Man 2015 und eine Charakteranalyse von Abby und Joe. Vorsicht vor Spoilern! Ein Kleinstadt-College begrüßt sein neuestes Fakultätsmitglied, Abby Lucas. Er ist ein Philosophieprofessor. An der Universität lernt Abby zwei Frauen kennen, Rita Richards, eine Chemieprofessorin, und Jill Pollard, eine Studentin. Beide sind in festen Beziehungen, Rita ist verheiratet und Jill hat einen Freund, Roy. Um mit seiner Depression fertig zu werden, trinkt Abby viel. Da er keinen Sinn im Leben sieht, denkt Abby oft über Selbstmord nach. Eine seiner Studentinnen, Jill, zeigt Interesse an Abby. Der Professor ist sich der Gefühle seiner Studentin bewusst, beschließt aber, die Dinge platonisch zu halten. In der Zwischenzeit verfolgt auch Rita Abby aggressiv. Eines Tages taucht sie vor Abes Tür auf und versucht, ihn zu verführen. Abes Depression hat ihn jedoch impotent gemacht. Daher ist er nicht in der Lage, mit Rita Sex zu haben. Während eines gemeinsamen Mittagessens hören Abby und Jill, wie eine Frau über die Entscheidung eines Richters weint. Er will der Frau das Sorgerecht für ihre Kinder entziehen. Der Professor hält den Richter für unethisch und sein Handeln für abstoßend. Nach weiterer Überlegung beschließt Abby, der Frau zu helfen. Um das zu erreichen, plant der Professor, den Richter zu ermorden. Nachdem er einen neuen Sinn im Leben gefunden hat, wird Abby zu einem völlig anderen Menschen. Erstens ist Abes Depression verschwunden. Zweitens gewinnt der Professor seine Libido zurück. Infolgedessen beschließt Abby, mit Rita zu schlafen. Nach dem Akt stiehlt er ihre Laborschlüssel. Abby plant, den Richter mit Cyankali zu töten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Professor den Tagesablauf des Richters bis ins kleinste Detail studiert. Daher kam Abby zu dem Schluss, dass er am besten den Orangensaft des Richters vergiften sollte, was er auch tat. Der Tod des Richters hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf Abby. Der Professor wurde ein viel glücklicherer Mensch. Infolgedessen beginnen Abby und Jill, sich romantisch zu treffen. Roy ist jedoch nicht glücklich darüber, dass Jill sich mit anderen Leuten trifft und beschließt, mit ihr Schluss zu machen. Alles in Abes Leben verläuft reibungslos, bis Jill und Rita anfangen, Abby zu verdächtigen. Der fehlende Laborschlüssel und Abes Anwesenheit im Chemielabor veranlassen Rita, eine Theorie aufzustellen: Abby hat das Cyanid aus dem Labor gestohlen, um den Richter zu töten. Obwohl Rita ihren eigenen Verdacht hat, dass Abby ein Mörder ist, fantasiert sie immer noch davon, mit ihm nach Europa zu fliehen. Obwohl ihr Ritas Theorie nicht gefällt, beginnt auch Jill, Abby zu verdächtigen. Daher beschließt sie, ihre Zweifel auszuräumen, indem sie in Abes Haus einbricht. Jill steigt durch ein Fenster ein und findet einige Notizen in Abes Schlafzimmer. Zu diesem Zeitpunkt wird ihr klar, dass Abby die feste Absicht hatte, den Richter zu töten. Nachdem sie eindeutige Beweise gegen Abby gefunden hat, beschließt Jill, den Professor zur Rede zu stellen. Abby gesteht die Tat und Jill trennt sich von ihm. Nachdem sie erfahren hat, dass ein unschuldiger Mann für Abes Verbrechen ins Gefängnis geht, drängt Jill den Professor, sich den Behörden zu stellen. Abby ist verzweifelt. Der Professor will seine Freiheit nicht aufgeben. Deshalb plant Abby, auch Jill zu ermorden. Genau wie bei dem Richter studiert Abby die Routine von Jill. Daher beschließt der Professor, den Aufzug zu sabotieren, den Jill nach ihren Klavierstunden häufig benutzt. Abby gelingt es jedoch nicht, Jill in den Aufzug zu stoßen, stattdessen ist er derjenige, der in den Aufzug stürzt. Nach diesem Vorfall kehrt Jill zu Roy zurück und denkt über ihre kurzlebige Romanze mit Abby nach. Was ist am Ende passiert? Abes Plan war es, Jill zu töten und es wie einen Unfall aussehen zu lassen. Deshalb sabotiert er den Aufzug, damit er Jill hineinschieben kann. Durch eine ironische Wendung des Schicksals ist Abby jedoch derjenige, der am Ende in den kaputten Aufzug fällt. Aber wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Was trieb Abby dazu, Jill zu töten? Zunächst einmal hatte Abby nie die Absicht, das Verbrechen zu gestehen. Jetzt, da Abby eine neue Richtung im Leben gefunden hat, will er seine Freiheit nicht verlieren. Als der Professor Jill das Verbrechen gestand, hoffte er, dass sie mit seinem Handeln einverstanden sein würde. Das geschah jedoch nicht und die Dinge nahmen eine andere Wendung. Jill war nicht mehr in Abby verliebt, sondern fürchtete sich vor ihm. Nach der grausamen Entdeckung drängte Jill Abe, sich den Behörden zu stellen. Abby war jedoch nicht sehr glücklich über Jills Drängen. Deshalb schmiedet er einen Plan, um sie zu töten. Außer Jill weiß niemand so recht, was mit Richter Spangler passiert ist.
Rita hat ihre eigene Theorie, dass ABE den Richter ermordet hat, aber sie scheint von dieser Idee nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Nachdem er fast mit dem Mord an Spangler davongekommen ist, hat ABE eine neue Obsession entwickelt, das perfekte Verbrechen zu begehen. Eigentlich macht es ABE keinen Spaß, Menschen zu töten, er ist kein Psychopath. Aber er ist zu dem Typ Mensch geworden, der nicht zögert, Menschen zu töten, die ihm im Weg stehen. Im Moment ist diese Person Jill. Der verzweifelte ABE ist ein Mann, der alles tun würde, um seine Freiheit zu behalten. Dazu gehört auch, einen unschuldigen Mann ins Gefängnis gehen zu lassen und seine Studentin Freundin zu töten. Es gelingt ihm jedoch nicht. So unausstehlich Jill auch ist, das Mädchen ist klug und hat einen guten Instinkt. Als Jill Abe vor ihrem Klavierunterricht sah, wusste sie bereits, dass etwas nicht stimmte. Das gab ihr Zeit, gegen ABE zu kämpfen und dem Tod zu entkommen. Aber war ABE wirklich der Bösewicht in der Geschichte? Damals tat ABE etwas, das er für richtig hielt. Als der Professor beschloss, den Richter zu töten, war er davon überzeugt, dass Spangler das Böse in Person war. Aber war der Richter wirklich so böse? Wer weiß das schon? Die Aussage der Frau allein ist kein ausreichender Beweis für eine Verurteilung des Mannes. Sie hat lediglich ihre Meinung zu den Geschehnissen geäußert. ABE aufgrund seiner schlechten Taten als schlechten Menschen abzustempeln, hilft dem Publikum nicht, zu verstehen, was für ein Mensch die Hauptfigur von Irrationalmann ist. Zunächst einmal gibt es in dieser Geschichte zwei Abes, den deprimierten ABE und den glücklichen ABE. Ironischerweise ist der glückliche ABE viel gefährlicher als der deprimierte ABE. Der glückliche ABE hat ein Ziel im Leben, der depressive nicht. Der Plan, jemanden zu töten, gab ABE einen Sinn im Leben. Als er damit Erfolg hatte, gab ihm das einen Grund, glücklich zu sein. Nachdem er vom Tod von Richter Spangler erfahren hatte, war ABE ein neuer Mensch. Er fing an, das zu genießen, was normale, nicht depressive Menschen tun, Essen, Sex und die einfache Freude, am Leben zu sein. War Jill nun ein echtes Opfer in dieser Geschichte? ABE hat versucht, sie zu töten. Aber macht das Jill zu einem Opfer? Das Mädchen hat sich ABE praktisch an den Hals geworfen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jill wusste, dass ABE mehr als nur exzentrisch war. Sie wusste von Anfang an, dass ABE ein Wrack ist, und das war es auch, was sie zu ihm hinzog. Anstatt zu versuchen, ABE zu akzeptieren, sah Jill in ihm einen armen Mann, der ihre Hilfe brauchte. Abgesehen davon sind ihre letzten Worte über den Vorfall nur eine Ausrede, um sie weniger dumm aussehen zu lassen. Wer ist Jill Pollard? Eine langweilige kleine Göre, die zu schlau für ihr eigenes Wohl ist. Obwohl Emma Stone eine fantastische Schauspielerin ist, konnte sie Jill nicht davor bewahren, ein bisschen nervig zu sein. An Jill ist nichts auszusetzen, aber es fällt dem Zuschauer schwer, mit ihr mitzufühlen, weil sie sich einfach zu sehr anstrengt. Mit anderen Worten, Jill ist ein Möchtegern. Im Laufe des Films wird sehr deutlich, dass Jill Abe nicht liebt, sondern ihn vergöttert. Vor ABE war Jill in einer festen Beziehung mit Roy. Sie verlässt Roy jedoch, um mit ABE zusammen zu sein, einem sehr instabilen Menschen. Es ist wichtig zu betonen, dass ABE Jill nicht verführt hat. Tatsächlich hat ABE Jill nie auf eine romantische oder sexuelle Weise begehrt. Nichtsdestotrotz schlafen die beiden schließlich miteinander. Nach ihrer ersten intimen Begegnung glaubt Jill, dass ABE endlich verstanden hat, dass er jemanden wie sie in seinem Leben braucht. ABE hat jedoch nur mit Jill geschlafen, weil er den Tod von Spangler feierte. Obwohl Jill unbestreitbar klug ist, sind ihre persönlichen Lebensentscheidungen irgendwie fragwürdig. Warum hat sich Jill von allen Männern auf der Welt ausgerechnet für ABE entschieden? Er hat ihr mehrmals gesagt, dass er nicht in sie verliebt ist. Dennoch bestand sie weiter darauf. Jills starker Intellekt macht ihren Mangel an Lebenserfahrung nicht wett. Wenn sie ABE ansieht, sieht sie einen gebrochenen Menschen, was er auch ist, aber es ist nicht ihre Aufgabe, ihn zu ändern. Das war Jills größter Fehler, sie wollte ABE reparieren. Anstatt zu versuchen, ABE so zu akzeptieren, wie er ist, sah Jill in ihm einen verletzten Welpen, der ihre Hilfe brauchte. Das war sehr naiv von ihr. Dieses Mädchen dachte, sie könne ABE mit ihrer Liebe heilen, was ihre Bemühungen, ihn zu verfolgen, noch erbärmlicher machte. ABE lehnte sie mehrmals ab, und zwar aus zwei Hauptgründen. Erstens weiß ABE, dass er kein besonders guter Partner ist. Zweitens hat er sofort gesehen, dass Jill ihn vergöttert, und das gefällt ihm nicht. Nachdem ABE versucht hat, sie zu töten, versucht Jill zu verstehen, was passiert ist.
Dieses Mädchen ist der Typ Mensch, der sich mit labilen Leuten abgibt und sich dann wundert, warum schlimme Dinge passieren. Obwohl Jill denkt, dass sie das große Opfer in dieser ganzen Tortur ist, hat das Mädchen das Unglück irgendwie in ihr Leben eingeladen. Von Anfang an wusste Jill, dass Abby Probleme hatte, und dennoch war sie fest entschlossen, ihn auf eine sehr kindische Art für sich zu gewinnen. Während der ganzen Zeit sah Jill Abby eher als eine Trophäe denn als einen echten Menschen. Dem Mädchen gefiel der Gedanke, mit einem Rebellen, einem kantigen Menschen, auszugehen. Abby ist all das, was Jill nicht ist, und deshalb wollte sie ihn unbedingt haben. Wer ist Abby Lucas? Ein heißes Durcheinander, aber er ist ein sehr amüsanter Mensch. In vielerlei Hinsicht ist Abby ein wandelndes Klischee. Der Mann hat ein gutes Leben, seine Frau hat ihn verlassen, aber davon abgesehen ist in Abys Leben nichts wirklich falsch. Erstens ist er ein angesehener Professor. Zweitens hat er keine Probleme, Frauen anzuziehen. Drittens hat er keine Geldprobleme. Was genau ist also Abys Problem? Warum ist er deprimiert? Nun, Abby kämpft mit einem Problem der ersten Welt, er hat kein Ziel im Leben. Der Mann hat nicht den Willen, etwas zu tun, weil er nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Deshalb war Abby so begeistert davon, den Richter zu töten. Es gab ihm ein neues Ziel, und Abby dachte wirklich, er tue der Gesellschaft einen Gefallen. Nachdem er das Leben des Richters beendet hatte, war Abby ein neuer Mensch. Er begann, die einfache Tatsache zu genießen, am Leben zu sein. Hat Abby Jill also jemals geliebt? Nein. Aber während seiner Wiedergeburt wollte Abby unbeschwerter sein und die einfachen Dinge des Lebens genießen, und dazu gehörte auch Jill. Mit anderen Worten, er wollte einfach nur Spaß haben, und Jill gab ihm anfangs diese Leichtigkeit. Was ist mit Rita? Was waren Abys Absichten mit ihr? Abby lebt in einer Welt, in der er häufig von Frauen angesprochen wird. Obwohl er sich selbst nicht als Frauenheld sieht, ist er nicht der Typ Mann, der zu Sex Nein sagt. Als Rita also vor Abys Tür steht und sich ihm an den Hals wirft, beschließt er, das Angebot anzunehmen. Die Frauen mögen Abby, weil er interessant ist. Körperlich ist er weit davon entfernt, ein Prachtexemplar zu sein, aber für diese Frauen ist Abby eine Fantasie. In gewisser Weise wollen sowohl Jill als auch Rita Abby, weil sie versuchen, dem zu entkommen, was sie sind. Rita ist eine verheiratete Frau, aber sie ist unglücklich in ihrer Ehe. Als Rita Abby zum ersten Mal traf, sah sie in ihm eine Möglichkeit, ihrem Alltag zu entfliehen. Das gleiche gilt für Jill. Tief im Inneren ist Abby ein sehr egoistischer Mann. Obwohl der Professor sich selbst gerne als altruistischen Menschen sieht, ist er das nicht. Als Abby Rita überredete, mit ihm die Kleinstadt zu verlassen, tat er dies zu seinem eigenen Vorteil. Nicht einen einzigen Moment lang hat er an Ritas Ehemann oder irgendjemand anderen gedacht. Deshalb zögerte Abby auch nicht, ein Komplott gegen Jill zu schmieden, als sie zu einer Belastung wurde. Als Abby Spangler tötete, tat er es, um sich selbst gut zu fühlen. Obwohl der Professor glaubt, er tue der Gesellschaft einen Gefallen, tut er das nicht. Allein dieser Gedankengang macht Abby zu einem großen Narzissten, aber er ist nicht böse. Der Wunsch, frei zu sein und das Leben zu genießen, ist eigentlich sehr menschlich. Irrational Mann ist kein perfekter Film, aber er ist wegen der Originalität der Handlung sehenswert. Das Einzige, was mich gestört hat, war der Tod von Abby. Wenn er tatsächlich mit einem Mord davon gekommen wäre, wäre Irrational Mann meiner Meinung nach ein viel kultigerer Film geworden. Die weiblichen Charaktere in Irrational Mann sind ein wenig fade. Leider sind sowohl Jill als auch Rita geradezu erbärmlich. Diese Damen benutzen Abby, um jemand zu sein, der sie nicht sind, und das ist traurig. Beide haben Partner, die sie lieben. Trotzdem sind Jill und Rita bereit, alles für einen Kerl wie Abby, ein heißer Feger, aufzugeben. Obwohl Jill und Rita nicht die sympathischsten Figuren in Irrational Mann sind, sind sie doch real. Es gibt Menschen wie sie in der Welt. Ich persönlich fand es gut, dass diese beiden Figuren nicht so perfekt waren, denn das macht ihre Beweggründe nachvollziehbar. Ihr Wunsch, dem zu entkommen, was sie sind, ist legitim, aber ihre Methoden sind fragwürdig. Trotz Abys Schwächen würde ich ihn zu meinem Lieblingscharakter im ganzen Film wählen. Er ist eine ehrliche Figur. Abby hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es ihm nicht gut geht. Während seiner Affären mit Rita und Jill hat Abby sie nicht betrogen und war sich immer darüber im Klaren, was sie von ihm bekommen konnten, nicht viel. Seine größte Schwäche war sein Ego. Abby vertraute seiner eigenen Geschichte, Spangler zu töten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Dann wurde er ein wenig eitel, als er fast mit dem perfekten Mord davon kam. Obwohl Abe zu Beginn ein Mann ist, der ganz unten angekommen ist und seine Lebensfreude verloren hat, gibt er nicht auf. Als Abe eine Chance fand, sich wieder für das Leben zu begeistern, ergriff er sie ohne zu zögern und sorgte dafür, dass sich ihm niemand in den Weg stellte. Abgesehen davon hatte Abe etwas, was Jill und Rita nicht hatten, eine Richtung im Leben. Insgesamt ist Irrational Man ein Film, der seine Zuschauer zum Lachen bringt und ihnen ein schlechtes Gewissen macht. In dem Film geht es um einen Mann, der einen anderen Mann töten will, damit er sich lebendig fühlt. Verdreht oder ironisch? Vielleicht beides. Ich persönlich glaube, dass Irrational Man die Art von Film ist, die viele polarisierende Meinungen hervorruft. Es ist ein wenig düster, wenn man sich dabei ertappt, dass man über den Tod eines anderen Menschen lacht. Aber genau das macht den Film so erfrischend, er bringt die Leute auf die Palme.